Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und natürlich auch draußen im Netz. Die jetzt vorliegende Vorlage hat zum Inhalt, dass Corona-Hilfen für städtische Unternehmen ausgezahlt werden. Eigentlich eine technische Sache und dieser Teil ist auch sehr gut. Mein Änderungsantrag geht aber in eine andere Richtung, und zwar Corona-Hilfe soll es auch für den Zoo geben. Wie gesagt, kurzfristig kein Problem. Aber in der Begründung steht, dass der Zoo in Zukunft Schwierigkeiten haben wird, auch insbesondere da 12 Millionen Schulden für den Bau eines neuen Affenhauses eingeplant sind. Nun, heute geht es mir nicht darum, ob man ein neues Affenhaus baut. Es geht mir auch nicht darum, um Tierschutz, es geht mir nicht um Tierarterhaltung, es geht mir überhaupt nicht um diese Sache. Es geht mir heute hier um, ob wir eine Verschuldung, eine öffentliche Verschuldung von 12 Millionen Euro ohne Finanzausschuss, ohne irgendeinen Ausschuss, ohne Stadtbezirksbeirat, ohne einen Stadtrat haben wollen. Und es geht mir darum, ob wir 12 Millionen Verschuldung quasi für die öffentliche Hand, technisch gesehen ist es natürlich ein Eigenbetrieb, aber es ist letztendlich die Stadt, ob wir das ohne öffentliche Diskussion machen wollen. Und da ja technisch gesehen die 12 Millionen Verschuldung im Haushalt, also wahrscheinlich nächsten Monat oder in 2 Monaten, mit beschlossen werden, der Haushalt aber schlechterdings einfach der falsche Platz ist, um eine Diskussion über ein Affenhaus zu führen, habe ich hier diesen Antrag eingebracht. Das Affenhaus soll ja gebaut werden, das heißt, die Pläne müssen da sein, die Finanzierung muss da sein, alles muss eigentlich da sein, und der Oberbürgermeister wird mit diesem Antrag beauftragt, bis Ende Februar eine Vorlage zu machen, die in die Gremien zu geben, und dass wir dann hier im Stadtrat über diese 12 Millionen entscheiden können. Diese 2-3 Monate können wir uns sicherlich leisten, denn wenn das Schule macht, das einfach, weil die Stadt kein Geld hat und im Haushalt kein Geld ist, dass dann irgendein Aufsichtsrat von irgendeinem städtischen Betrieb entscheidet, wir leihen uns mal eben 10 Millionen, 12 Millionen, 20 Millionen. Wenn das Schule macht, dann haben wir bald ein ganz großes Problem. Kann ja sein, dass das jetzt hier bei der Finanzierung keine Probleme geben wird. Ich weiß es aber nicht. Und da wir gucken müssen und da wir das Ganze auf einen sicheren, verfahrenstechnischen Weg bringen müssen, bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Ansonsten reden wir bei der Diskussion um den Haushalt über ein Affenhaus, das, wie gesagt, wäre sehr affig. Und deswegen bitte stimmen Sie diesem Antrag zu.